ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass sie euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare, ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Hallöchen, heute spielen wir wieder eine Deathrun-Map, und zwar 350 Level Deathrun. Es soll XP auf der Map geben, wir schauen uns an, wie viel, wie hoch, ob sich's rendiert. Die Map ist auf normal eingestuft, nicht auf easy, nicht auf hart, auf normal. Werden wir uns anschauen, ob das auch stimmt. Wir werden schauen, ja, wie das Aussehen der Map ist, ob es abwechslungsreich ist oder ob sich die Level wiederholen und eintönig werden. Und ja, jetzt warten wir einfach nur noch, dass es losgeht. Creator ist Droja. So, okay, das ist mal was ganz anderes. Farbabwechslung ist tatsächlich gegeben, aber ich würde sagen, ohne lang zu schnacken, Spiel starten. Und wir schauen mal. So, man sieht es am Gold. Ich habe es schon mal gespielt und ich kann euch sagen, lohnt sich, sie zu spielen. Söhchen. Bis jetzt noch 15 EP pro eingesammelten Coin. Jetzt muss ich nur noch mal ganz kurz gucken. Sprinten kann man? Ja, sprinten kann man. Also auch klettern, das ist sehr gut. Coin hatte ich eingesammelt. Yo. Ich habe die Map tatsächlich schon einmal gespielt. Ich weiß, wie viel XP es gibt. Und ich werde aber dazu jetzt noch nichts verraten. Das werdet ihr dann später sehen. Denn das ist keine gewöhnliche XP-Map. So. Erste Levelfarbe müssten wir gleich durchhaben. Das ist immer so ein beliebter Spot für Fallen. Den kennen wir ja mittlerweile alle schon. So, chillig. Ein bisschen Sprintboost habe ich noch. Ja, ich wusste, dass da eine Falle ist. Ich zeige euch die Map hauptsächlich deswegen, weil man hier, wie soll ich sagen, gut absahen kann an XP. Nicht nur, wenn man 30 Minuten gespielt hat, sondern allgemein. So, und jetzt sind wir nämlich schon da. Dadurch, dass ich die schon mal gespielt habe, noch 200 Coins habe. Wir gehen einfach mal bei Buy XP rein. Dann habt ihr hier so wunderschöne Buttons. 10, 50 und 200. Und wenn wir die jetzt einfach mal betätigen mit den eingesammelten Münzen, ihr werdet euch wundern. So, komm, wird fertig. 1800. Oh, schade. Beim letzten Mal habe ich ein bisschen mehr tatsächlich gekriegt. Beim ersten Durchgang der Map habe ich 19.000 XP erhalten. Also entweder ist der Button fehl am Platz, weil wir haben noch fast gleich viel gekriegt. Aber die Map lohnt sich trotzdem. Muss ich ehrlich sein. Dadurch, dass man ja Coins kriegt, um die man einsammelt,
kann man hier locker und mindestens 2 Level-Ups im Season Pass machen. Wenn man Glück hat, sogar 3, wenn der XP-Boost noch an ist. So, dann Farbe Grün ist jetzt dran. Gönnen wir uns natürlich. Ja. Hallo, Eivor, hoch da mit dir. Okay, Fallendecken kommen noch keine. Ihr wisst ja, die mag ich halt überhaupt nicht. So. Dann nehmen wir mal das Bounce Pad mit. Das sollte man natürlich nicht mitnehmen. Und wir können mal gucken, wir haben bis jetzt schon wieder 36 Münzen, das ist chillig. So, hier kann man ein bisschen tricksen und einfach mal rüberklettern. So. Ihr seht, zum Anfang ist die Map noch recht einfach. Kann sich aber auch jederzeit ändern. Und man sollte auf die Bounce Pads springen. Nicht so wie ich. Ich mag die Bounce Pads ja halt auch überhaupt nicht, denn man weiß nie, wie die eingestellt sind. Hallo? Hallo? Jetzt. Aha, hier nehmen wir Tinte mit. So, 60 Münzen haben wir. Reicht noch nicht, wir gehen zur nächsten. Und Finish 2400 XP. Einfach mal so fürs Durchrennen des zweiten Levels. Das ist total chillig. Ja, ich war 10 Kilometer weit weg und ich bin trotzdem dagegen gestoßen. Aber egal. Aus jedem Tod kann man lernen. So. Okay. War mir irgendwie klar. Nein, 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 zieh dich hoch. Oh, Schwein gehabt. Hier drüber klettern brauchen wir gar nicht erst versuchen, ne? Denn man stirbt. Meine Güte, wie habe ich denn das letzte Mal gemacht? So. Man kann sich auch beim Spielen schön Zeit lassen, egal wie oft man stirbt, man verliert einfach gar nichts. Auch keine Münzen und nichts, also alles chillig. Oh nein. Ich mag die Deckenfallen halt überhaupt nicht. Und wir sind erst einmal beim dritten Abschnitt. Ah, hier kann man auch ein bisschen tricksen. So. So.
Da sind wir ja fast durch hier. Sieben Coins, also ich werde da noch nicht in den Coin Shop, in den XP Shop gehen. So. Da wieder 2400, nice, nice. Und wie ihr seht, anhand meiner XP, ich werde hier locker mindestens ein Level Up machen. Zwei sind eigentlich gewollt. Ja, die Seitenfallen kann man immer ein bisschen austricksen. Mittlerweile gibt es pro Coin sogar mehr XP. Das ist sehr entspannt. Also die Map rentiert sich bis jetzt schon locker von den XP her. Schon allein wegen diesem XP-Bonus. Den man für die Coins bekommt. Bisschen tricksen, ist ja nicht so schlimm. Wow. Und ich kann euch so viel sagen, die Level werden nicht einfach. Die werden tatsächlich schwerer. Chillig, das war knapp. Ach komm, nächste Farbe. 4500 XP fürs Level, Meistern des dritten Levels. Also ihr seht, Level Up ist hier locker drinne. Hier kann man natürlich auch nochmal schnell tricksen. So. Na, nicht so, wie ich das gemacht habe, bitte. Ach, komm. Wie habe ich das gestern gemacht, als ich die Map zuerst gespielt habe? So. Die Granaten hier braucht ihr einfach gar nicht. Man schafft's auch so. Söchen. Und das sind immer noch die einfachen Abschnitte hier. Das sind tatsächlich noch die einfachen Abschnitte. Aber für jeden, der Herausforderungen liebt, kann ich die Map eigentlich nur empfehlen. Oh, eine Deckenfalle, nein. Ha!
Natürlich muss die mich erwischen. Ey, darauf trinke ich jetzt einen Schluck Kaffee. Danke dafür. Oh Mann, ey, ich war doch wieder 5 Meter draußen. Ne? Söchen. Haben wir geschafft. Jo. Jo. Haben wir auch geschafft. Nice, nice. So, wir haben wieder 200 Münzen. Wir gehen nochmal in den XP-Shop. So. 4500 wieder fürs gemeisterte Level. Also ihr seht, man kann hier gut verdienen. Ich kann die Map jeden, der mal eine Herausforderung mag, ans Herz legen. Und 9800 dafür, dass wir einfach 200 Münzen abgegeben haben. Und ja, man muss ins Wasser springen, um zurückzukommen. Aber total chillig, leicht verdiente XP. So. Aha. Bin ja nicht doof hier. Nur manchmal. So, wir sind oben. Jetzt. Okay, das hier wird wieder mies werden. Aber wir haben es geschafft. First try. Nice. So, das schaffen wir so. So. Haben wir auch geschafft. Manchmal stört tatsächlich die XP-Anzeige ein bisschen, aber nur manchmal. Und die lösen aus. Man sollte vielleicht die Tür benutzen. Und nicht die Wand. So, und damit die Schuhe mal schnell verschwinden, lassen wir uns töten. Nein, das war mir klar. Boah, wie habe ich das gestern gemacht? So. Ich hasse Deckenfallen. Man kann immer wieder ein bisschen tricksen auf der Map. Leider nicht komplett drüber klettern. Ist aber gut, dass der Map-Entwickler da einfach mal mitgedacht hat. Weil sonst würde man ja nur noch drüber klettern über die ganzen Fallen hier. Ich kann es euch auch gerne mal demonstrieren. Ihr seht, man stirbt. Also ich erzähle keinen Humbug. Und ja. So.
Komm zurück. So. Nö, wir haben noch nicht genügend Münzen, also gehen wir hier hin. Hui, und ihr seht, ich habe mein Level up. Das war das erste Level up. Oh nein. Nein, ich wollte es noch ausnutzen, dass sie ausgelöst waren. Oh, wie habe ich denn das gestern gemacht? So. So. Das hier wird wieder ein bisschen schwerer werden. Denn man sollte nicht so machen. Ah, der Shokavi schmeckt immer wieder am besten, wenn man Fortnite spielt. So. So. Immer noch 32 XP für den eingesammelten Coin. Wenn du gerne rutschen möchtest, warte auf den kommenden Winter. Der wird wieder eiskalt werden. So. Ha! Alter, ich sage ja, die ist nicht einfach, die Map. Jetzt platzt mir gleich der Kragen. Hier bin ich gestern halt überhaupt nicht gestorben. Hä? Why? So. Komm mal zurück. So, und hier kann man auch ein bisschen tricksen. Einfach an der Seite lang. Oh. Ja, so oft wie heute bin ich im Testdurchlauf nicht gestorben. Genau deswegen mag ich die Deckenfeinde nicht. Man weiß nie, wie die reagieren. Und einmal sterben, dass dann die Schuhe weg sind. Ist nicht so schlimm. Das hier wird umso schlimmer werden. Nee, komm, 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 komm. Oh, Schwein gehabt. Oh, hör mal auf, mach nicht diesen. Ihr wisst ja, diese Eisschuhe, ne? Man kann es mit den Dingern auch übertreiben. Oder man übertreibt es, indem man zu früh abspringt. Ich war am überlegen, ob ich hier sprinte und springe, aber ich lasse es sein. Nein!
Und 4500 direkt zur nächsten Farbe. Ich hasse Deckenfallen. Oh Mann. Na. Ich brauche schon Kaffee. Dann halt so. Auslösen, danke. So. Hui. Komm, stirb mal, Eva, bitte. Moment. Ich mag diese Eisklötze am Bein nicht. So. Haben wir auch geschafft. Okay. So nicht. Gut. Aber so. Oh Gott, wie habe ich denn das gestern gemacht? Oho, geschafft. Ah, 160 Münzen, 12.000 EP, ihr seht. Zweites Level ab, rückt immer näher. Aber wir gehen zur nächsten Farbe. Deckenfallen. Warum? Oh, wir haben es geschafft. Wir schaffen es auch noch so.
Nice. Hier kommen wieder meine wunderschönen Lieblingsfallen. Aber wir haben es geschafft. Nice, nice. Ach komm. Alter, ist die einfach fett geworden oder warum rutscht die da immer runter die ganze Zeit? Jetzt schafft es aber immer, nachdem ich das gesagt habe. Ey, aber du bist manchmal echt seltsam. Deckenfall. Deckenfall. Jetzt war's die Bodenfalle. Willst du mich gerade ganz verarschen? Ich war nicht im Bereich dieser scheiß behinderten Falle da oben. Genauso hier, ich war nicht im Bereich. Boah, endlich. Ja, und wie ihr seht, es wird nicht einfacher. Wir machen es einfach so. So, 149 EP pro eingesammelten Coin. Was soll man dazu sagen? Es lohnt sich. Wow. Oh nein. So, geschafft. 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 Na, natürlich wieder eine Rundumfalle. Oh, wir haben 300 Gold auf einmal her. Lol. Da kann man dann wieder ausgeben im XP-Shop. Den wir gleich erreicht haben. EP. Muss ich noch irgendwas dazu sagen? Wir machen hier noch ein zweites Level ab. So, dann gehen wir mal aufs Large XP. Und dann holen wir uns noch zweimal Medium. Mmh, 19.000 EP. Also, zweites Level up, it's coming. 8.000 für Medium. Da noch einen Schluck Kaffee. Nochmal 7.000. Jo. Das zweite Level-Up macht man definitiv noch. Wenn wir die Map heil überstehen. Okay, ist nur eine Bodenfalle, das geht noch. Da war eine fucking Deckenfalle, aber die gehen halt noch.
Die ist so scheiße da hinten, ne? Mhm. So. So. Nein! Nein! Warum ist die nicht gesprungen, die Dicke? Jetzt mach ich's anders. Na, jetzt ist sie gesprungen, obwohl sie nicht springen sollte. So. Abwechslungsreichtum bietet die Map alle Male, also... Wow. Das war dieser Abschnitt, den ich nicht mag. Mhm. Nein. Nein, genau deswegen mag ich den. Jetzt muss ich alles von vorne machen. Und man kann nicht zwei hier mitnehmen. Ihr habt nichts gesehen. So. Das bleibt unser Geheimnis, was ich gerade gemacht habe. Mhm. Mhm. So. Oh, geschafft. Oh nein. Aber okay, es geht. No. Nicht springen, einfach drauf rennen, Ike. Okay, hier habe ich mich gestern tatsächlich ein bisschen schwer getan. Um ehrlich zu sein. Weil die letzte Falle nicht ausgelöst hat. Mhm. Immer an dieser Stelle, why? Jetzt habe ich die unten wieder erwischt! Leck mich fett, wir haben es geschafft. Und jetzt sterbe ich ernsthaft an diesem Bounce-Teil. Ernsthaft? Mann, Mann, Mann. Huch.
so sollte man es nicht machen. Das ist auch tatsächlich, ich habe die Map zwar schon gespielt, aber tatsächlich das erste Mal, dass ich so eine schwere Map spiele. Für mich. Hallo? Jetzt? Hoho! Nein, zu lange gewartet. Ich stand zu weit drauf. Und Entschuldigung, ich trinke hier immer noch meinen Kaffee. Und das lasse ich mir von niemandem verbieten, der die Videos guckt. Mein Leben. So. Ihr müsst da wirklich aufpassen. Ey, ich stand im Türrahmen und nicht im Zimmer drinne. Aber wir haben es geschafft. Das auch. Haben wir auch geschafft. Ich würde sagen, nächste Farbe und es gibt 10.000 EP. Zweites Level Up ist da. Wie ich es euch versprochen habe. Das ist halt eine very large XP Map. Leute, ich hab gar nicht nach oben geguckt. Oh nein. Der größte Fehler von Fortnite, den sie je gemacht haben. Deckenfall. Hier kann man ein bisschen Tricks, ne? Indem man das hier macht. Aber das habt ihr nicht von mir. Sehr schön. Ich gucke halt immer auf den Boden, da an der Linie kann ich nämlich abmessen. Ich wollte hochklettern, wann ich wieder zurückrennen muss. So. Ey, ich war 100 Meter neben der Falle. Und hier ist außen rum springen. Yay! Wenn man es hinbekommen würde.
Aber wir haben es geschafft. Nein! Oh nein, 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 nein. Das ist mein Fehler. Das war tatsächlich mal knapp. Oh nein. Schaff mal's. Nein, hier hinten haben mich wieder erwischt. Diese behinderten Drecksfallen. Das ist schon der letzte Raum von dem Level. Ich wollte euch nur noch mal zeigen, dass man hier nicht so richtig tricksen kann. So, jetzt, ja komm. Nein, 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 beim letzten. Alter, das ist gerade so böse hier. Warte mal, Map geschafft? Das war's schon? Yeah! 350 Level geschafft! Press Double Jump to Fly. Okay, wir haben 230 Münzen, ne? Die würde ich gerne nochmal wollen hier eintauschen und so. Da. Also die Münzen lassen wir natürlich nicht verkommen, die tauschen wir nochmal ein. Also ich muss sagen, Abwechslung für die Level der Map. Baba-mäßig, richtig geil. Ich kann die Map nur jedem empfehlen, der schnell XP farmen will, der sich allerdings auch mit Jump'n'Run auskennt, weil das ist nichts für Anfänger. Und Schwierigkeit ist normal bis hart. Und XP-technisch ist Bombe. Einfach Bombe, wie viel XP man hier bekommt. Also ich habe wirklich zwei Level gemacht. Ihr seht, der Aufbau der Map ist, ja, es ist wirklich abwechslungsreich. Ich kann dem Map-Entwickler einfach nur sagen, mach weiter solche Maps und schick mir deine Codes. Ich will sofort weiterspielen. Und ja, Mapcode wie immer in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da, schickt mir eure Mapcodes von euren eigenen Maps, von anderen Maps. Und ich hoffe, wir sehen uns dann zum nächsten Video. Bis dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.